In meinem Urlaub auf der italienischen Insel Elba habe ich spontan eine Live-Performance des Daft Punk-Songs Give Life Back to Music gemacht. Euer Feedback dazu war so großartig, dass ich mich entschieden habe, diesen Song nochmal richtig als Cover live auf meinem Twitch-Channel zusammen mit Michael Scheuch und Boba Schemitow zu produzieren. Das hier ist der zweite Teil, aufgezeichnet auf YouTube. Das fertige Resultat dieser Produktion, also des Daft Punk Covers, ist bereits released. Das heißt, ihr könnt es jederzeit auf Spotify, Apple Music etc. hören unter Virtual Me, Give Life Back to Music. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Schön, dass ihr hier seid. Jetzt geht's los. Viel Spaß! Jetzt würde ich gerne nochmal versuchen, diesen Nexus auszutauschen gegen einen richtigen Synthesizer, damit wir da flexibler sind, was dieser Synthesizer macht. Und dafür würde ich einen Synthesizer namens Polymer nehmen. Das ist so einer der Standard-Synthesizer in Bitwig. So, da holen wir uns, ja, Puls ist eh schön. Also was mache ich hier? Ich habe hier einen ganz normalen Synthesizer mit zwei Oszillatoren. Einer ist hier oben und einer macht noch eine Oktave drunter. Kann man noch ein bisschen spielen, wie die Wellenform genau klingt. Aber das Wichtige jetzt ist, dass wir hier einen Filter drauflegen, den wir ganz schön zudrehen. Und jetzt nehmen wir einen Envelope und der steuert, wie der Filter bei jeder Note aufgeht. Kurz oder lang. Jetzt können wir noch einmal schauen, ob wir auch sicher in der richtigen Oktave sind. Vielleicht da unten sogar besser. Das wäre die richtige Richtung, denke ich. Auf diesem Synthesizer, den wir da jetzt programmiert haben, haben wir hier so ein LFO-Tool. Was macht das LFO-Tool? Die meisten kennen es schon, weil wir es ja schon in den letzten Sendungen immer dabei hatten. Letztendlich macht es nichts anderes, als wenn man einen Kompressor auf dem Bass legt, der von der Bassdrum gesteuert wird. Immer wenn die Bassdrum kommt, geht der Pegel nach unten und hinten geht der Pegel nach oben. Das heißt, immer wenn die Bassdrum kommt, wird Platz gemacht für die Bassdrum. Das LFO-Tool macht dasselbe. Das ist letztendlich die Zeit eines Viertels. Und in der vorderen Hälfte, da wo die Bassdrum spielt, geht der Pegel runter. Und in der hinteren Hälfte geht der Pegel, wo die Bassdrum nicht spielt, geht der Pegel nach oben. So klingt am extremsten. Und so finde ich, klingt er angenehm. Jetzt hören wir das mal zum Beat. Was meint ihr? Sound? Thomas, könntest ja? du vielleicht noch versuchen, bei dem LFO-Tool die obere linke Ecke, wo ganz oben ist, etwas abzusenken? Die obere linke Ecke, das ist diese genau, hier. Genau, also da, wo die zwei Punkte ganz oben sind. Die ja, linke, meine ich, die linke Ecke. Also das wäre dann die 1, 2, die dritte, der dritte Punkt. Den willst du ein bisschen absenken? Ja, den will ich, genau. So? Ja. Okay. Take care to me.
Sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze, die natürlich ja. in völlig unterschiedliche Richtungen führen. Ja, das Letzte ist absolut Trends. Was hältst du davon, wenn wir versuchen, die beiden Baselines zu mischen miteinander? Und zwar in der Form, dass wir, dass die Slap House Baseline sozusagen der Master wird und via Sidechain Kompressor die Trends Baseline wegdrückt. So, jetzt würde ich doch mal kurz den Chat einladen. Dann hätten wir den Groove von dem Slap House und ja. Die Bassline ist trotzdem so schnell wie im Trance. Und wir hätten die Vorteile von beiden. Könnte ich mir vorstellen, dass wir so hinbekommen. Jetzt würde ich mal den Chat kurz einladen. Variante Nummer 1, wir reduzieren es wieder auf den ursprünglichen Slap House Bass. Variante Nummer 2, wir reduzieren es auf den 16. Synthesizer, den der Kai in die Geschichte super weit spannenderweise eingebracht hat. Und Michaels Vorschlag Nummer 3, wir machen beides in einem Track und schauen, dass sich das ergänzt, so wie wir es jetzt am Schluss gehört haben. Ich spiele das nochmal an. So, und da kommen schon, jetzt musst du dich entscheiden. 1, 2 oder 3. Und aufgepasst auf mein Plop. Denn Plop heißt... Was ich schön finde, der Einzige, der uns eine 2 schickt, der Richtung Trance gerne gehen würde, ist Trance Olaf. Heißt er Olaf? Ja. Nee. Das ist Ladi. Trance Loke heißt das. Ah, okay. Aber Olaf finde ich gut, das merke ich mir. Olaf, habe ich zu schnell geschaut, entschuldige. Aber... Der Trends im Namen hat, das finde ich schön. Gut, aber damit ist entschieden. Wir mischen die beiden Geschichten und machen daraus eine Sache. Finde ich gut. Hören wir nochmal. Deinen Vorschlag, dass der eine Bass vom anderen gedackt wird, ich finde es extrem geil, dass der jetzt von der Kick gedackt wird, also okay. Letztendlich normal gedackt wird. Ich finde es jetzt gerade sehr stimmig. Ja, das habe ich jetzt auch so empfunden. Ja, das, also, ja. Wir haben deinen Vorschlag ja zu 90% jetzt umgesetzt. Nein, ist ja auch gut. Ich hatte nur die Befürchtung, wenn wir so beide mischen, dass sie sich dann gegenseitig zermatschen haben. Aber dadurch, dass die beide auf die Kick reagieren, tut das eigentlich sehr schön, finde ich. Ja. Auch der Hauptbass dürfte ein LFO-Tool haben. Das muss nicht so stark sein, aber ein bisschen was darf es tun. Ich kopiere den jetzt einfach. Ich kopiere einfach, hier gehe ich drauf und sage Command C für kopieren und setze ihn hier mit V wieder ein, setze ihn aber ganz nach hinten. Und jetzt hört man schon, dass der viel macht, weil ohne den... Ist natürlich viel zu stark. Jetzt gehen wir da deutlich nach oben und machen das deutlich dezenter. Jetzt hört man es nicht mehr so stark, aber er macht trotzdem Platz für die Bassdrum, dass immer da, wo die Bassdrum spielt, nicht so viel Pegel ist. Und das tut unserem Mix sehr gut. Bisschen könnten wir uns noch mit dem Polymer hier spielen im Sound. Ich mache mal kurz hier ein bisschen Saturation an. Es bringt so eine leichte analoge Verzerrung rein. Zu dreckig wollen wir es nicht haben, aber ein bisschen was davon ist schön. Vielleicht gehen wir ein bisschen einen Delay drauf. Ich mache mal einen Stereo-Delay, der links eine Achtel und rechts eine Viertelverzögerung bringt. Thank you.
Und ein bisschen Hall muss auch sein. Kürzer und deutlich weniger. Und jetzt ist die Frage, ob wir den ganzen LFO-Effekt aber hinten auf alles drauf geben. Das macht einen wesentlichen Unterschied. Denn im einen wird der Delay und der Hall hinten dran gesetzt und die verschwimmen dann auch ein bisschen die Handschrift von dem, was der LFO macht, weil auf einmal wieder der Delay an die Stelle, wo eigentlich der Pegel unten ist, wieder Noten hinbringt. Wenn aber alles vor dem LFO sitzt, dann wird an der Stelle alles runtergeschoben. Insofern macht das einen großen Unterschied. Die saubere Variante, glaube ich, ist definitiv das LFO-Tool. Der DJ MBA sagt, Foster Sound, Handschrift, unverkennbar, aber echt gut. Wunderbar. Und der DJ M Cloud sagt, die zwei Bässe kommen mal richtig. Sehr genial. Und der Deep Move hat mir noch ein Kompliment gegeben für meine Erklärung. Kinder, was wollt ihr noch mehr? Der Abend ist gerettet. Hören wir mal. Ja, für mich ist das schon mal ziemlich gebongt. Jo. Dann würde ich sagen, lassen wir das mal hier stehen und widmen uns jetzt mal kurz einem viel spannenderen Thema. Und dafür gehen wir mal hier nach vorne. Denn es gibt ja noch einen zweiten wichtigen musikalischen Teil bei Daft Punk. Und der ist eigentlich ziemlich schwierig. Ich habe hier ein Klavier. Für die, die die Nummer gut kennen, kann ich das mal kurz anspielen, dann wisst ihr, wovon ich rede. Der ganze Song geht nämlich los mit... Ja, besser Klavier spielen können wir hier angesagt. Ja, und so weiter, ja. Genau. Und das ist eigentlich sehr spannend. Und das in diesen Musikstil reinzubringen, halte ich auch für super spannend. Insofern würde ich jetzt mal gerne hier ins Schlagzeug reingehen und eine simple Hi-Hat nehmen. Ja, machen wir mal alles weg. So. Und dann setzen wir mal hier diese Vierteln mit einem simplen Hi-Hat-Sound. Jawohl, schön kurz. Oh, das würde auch dem DJ Casey gefallen. Wer schreibt denn da so laut? Ja, ich schon wieder. Entschuldigung. Vielleicht sonst kurz das Mikro ausschalten. Okay, und jetzt schauen wir uns mal die Rhythmik der Akzente mit der Bassdrum an. 1, 2, 3, bam, bam, bam. Das ist, glaube ich, so. Nein, es muss doppelt so schnell sein. So müsste es, glaube ich, sein. 1, 2, 1, 2, 3, don, don, don. Natürlich etwas später. 2, 3, don, don, don. 2, 3, don, don, don. Don, don, don. Don, don, don. Don, don, don. Genau so geht's. Das tun wir hier auch nochmal hinkopieren. Don, don, don. Don, don, don. Don, don, don. Don, 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 don. Gut, jetzt haben wir mal die Rhythmik von der Geschichte. Jetzt schauen wir uns mal den Bass an. Dafür gehen wir auf so eine Pianorolle. Das geht los mit einem Emil. So, und dann machen wir mal dieselbe Rhythmik. Aha, falsche Stelle. Lang. Und da geht's weiter. Dann geht's hier weiter. Jetzt schauen wir gleich die richtigen Töne an. Das muss sein G, E und A. Aber wahrscheinlich eine Oktave tiefer. Sehr interessant. Da geht's weiter mit D, E, A.
kann man einfach runtersetzen, glaube ich, noch da runter. Da geht's weiter. G-A-D, glaube ich, kommt da jetzt. Jawohl. Und wo geht's weiter? Was? Die haben sich da was echt Nettes einfallen lassen, aber nicht ganz einfach. Ich würde mal sagen, hier geht's weiter. Ja, das schaut gut aus. Und das ist G, A und dann geht's rauf aufs G. So, und jetzt müssen wir das Ganze wiederholen. Bom, bom. A. Auf F runter. Meine Herren, da können wir jetzt gleich mal den Polymer, den wir da am Start haben, nehmen. Den dupliziere ich mir jetzt aber nochmal und setze einen, statt dem Pitch Shifter da einen, hoppla, jetzt haben wir zu viel gelöscht, Apfel Z. Statt dem Note Pitch Shifter einen Arpeggiator. Was macht der? Ein Arpeggiator, da spiele ich eine Note. Und er macht ganz viele Noten, um es mal ganz einfach zu sagen. Ich zeige das mal. Ich gehe mal kurz auf meine Kamera. Na, diese hier. So. Ich drücke eine Note und lasse die gedrückt. Aber er spielt im Hintergrund ganz viele. Und wenn ich zwei Noten spiele, wechselt er die ab. Das schauen wir uns jetzt wieder in der DAW an. So. So schaut er aus. Theoretisch kann ich da auch irgendwelche anderen interessanteren Rhythmiken machen. Ja, wenn der Sound gescheit drauf reagiert, tut er nicht wirklich. Da würde ich jetzt mal das Thema vom Bass einfach runterziehen. Klingt doch schon bombig. Was meint ihr? Thomas, hast du ein Plugin von Cable Guys, von Kilohertz Transgate? Nein, was macht denn das? Das cuttet quasi so in 16. Das kann man auch mit dem LFO-Tool machen, muss man ein bisschen zeichnen. Das tut die Lautstärke in 16 automatisieren. Genau. Und was würdest du mit dem machen? Drauflegen. Auf diesen Sound jetzt, auf den Polymer? Nach dem Arpeggio, ja. Auf den Arpeggio, genau. Naja, was ich habe, ist ein ganz entspannendes Plugin von Bitwig, das nennt sich Tool. Und das kann was ganz was Tolles. Das kann, jetzt halte ich fest, die Lautstärke regeln. Man kann also runterdrehen und raufdrehen. Ja? Krass. Echt krass, ja? Total gibt's? Innovativ. Alter, das ja, haut mich komplett aus den Schuhen. Die von Bitwig lassen sich immer was Besonderes einfallen. Und dann kann man das natürlich machen, was man mit jedem Plugin machen kann. Man kann einen Modulator drauflegen. Und das kann zum Beispiel ein LFO sein. Und dieser LFO kann jetzt hier unsere Lautstärke steuern. So. Und jetzt kann ich dem LFO sagen, ich hätte gern, dass du das in 16 machst. Also gehen wir hier auf 16 Notes. Aha. Und jetzt kann ich die Wellenform hier ein bisschen beeinflussen. Und jetzt haben wir so halbwegs den Effekt, den du wolltest. Ich weiß nicht, ob es schon so klingt, aber im Prinzip... Fast, ja. Machen wir jetzt dasselbe, was du wolltest, oder? Ja.
Das ist die Richtung, genau. Jetzt hören wir nochmal ohne und mit. Ah, die Transienten sind weg. Gell, wir haben die Transienten noch nicht so richtig. Wir müssen das mal dazu bringen, dass es Sync läuft. Besser. Ja. Und dann darf das, glaube ich, nicht so stark automatisiert sein, sondern nur ein bisschen. Ja, cool. Ja, das ist doch nicht schlecht. So, an der Stelle, ich finde, das klingt mal sehr geil. An der Stelle mal kurz ein bisschen um das Wichtige kümmern, die Farben. Ja? Kein guter Track mit nicht so guten Farben. An der Stelle ist noch nicht so wichtig, dass wir die Farben alle schön machen. Aber je mehr Spuren es werden, desto unübersichtlicher wird es. Man kann nicht früh genug anfangen, ein bisschen zu schauen. Deshalb, das Klavier spielt überhaupt keine Rolle. Das ist einfach nur da, damit man mal kurz was ausprobieren kann. Deshalb mache ich das weiß und schiebe es nach oben. Der Vocoder ist unsere Hauptstimme, also mache ich den rot. Die Drums machen wir grün. Den Bass, den mache ich immer gerne braun. So. Den so Synthesizer wie den Polymer machen wir blau. Und dann hören wir nochmal. Da ist noch eine Note zu kurz. Wo war das? Hier im Übergang. Okay. Geht bis daher. Super. Okay. Jetzt hätte ich gerne mal noch einen kraftvolleren Lead-Sound. Dafür würde ich ein Preset vom Nexus ausprobieren. Ich glaube, das heißt irgendwas mit Lead, Chord-Lead oder so. Schauen wir mal. Gehe hier mal auf Lead-Instrumente. Wir suchen hier Chord-Lead. Das kann, ja, der ist es, glaube ich, schon. Brachial, wunderbar. Und da würde ich jetzt mal den Slap-House kopieren, damit wir nicht alles neu machen müssen. Machen wir ein Pattern draus. Schieben das alles eine Oktave nach oben. Schauen wir mal ab hier. Da müsste es auf B gehen. Sind wir auf einem B? Es klingt jetzt ein bisschen ungewohnt. Aber genau, B muss es sein. Der klingt jetzt ein bisschen heftiger, aber das ist tatsächlich original. Und der ist eigentlich auch sehr schön, wenn man sich mal... B... Ja, mit dem Sound bin ich noch nicht ganz glücklich, weil der sowas Modulierendes hat. Ah, das ist jetzt weg, oder? Nein. Probier mal den Zweier. Besser. So. Damit der noch so richtig angreift, würde ich den in mehreren Oktaven machen. Und dafür nehme ich mal so ein Multimode. Das tut einfach die MIDI-Daten in verschiedene Oktaven schieben. Das heißt, mal die Oktave drüber dazu. Oder bleiben wir mal auf 0. Da gehen wir plus 12. Und dann machen wir zwei Oktaven, also 24 Halbtöne.
Hm? Das ist nicht schlecht. Der Sound ist jetzt noch ein bisschen heftig. Das wird noch eine Reise, dass das dann irgendwann zusammenwächst. Aber wenn wir hier Power wollen, dann müssen wir zu drastischen Maßnahmen machen. Die Verarbeitung ist ziemlich cool. Gibt es sowas auch für Logic? von was jetzt meinst du? Ja, was du gerade gemacht hast mit plus 12 hier, 23 Ach so, Minus ja. Und so weiter. Der Speedwick, die haben jetzt gerade nochmal nachgelegt mit MIDI-Effekten. Ich habe noch gar nicht die aktuelle Version installiert. Was die an MIDI-Effekten haben, wo jede Note, die du erzeugst, einen Ball auslöst, der im Raum rumspringt und wo immer er an die Wand ankommt, startet er weitere Noten. Die haben echt tolle Tools. Also wenn man da mal schaut... Da bin ich auch echt begeistert. Ich glaube, ich muss Cubase nochmal auf den Prüfstand stellen. und kaufst dir dann Logic. Und dann, ja, genau. Dann haben sie natürlich auch sowas wie Micro-Pitch, wo du weggehen kannst von schönen Tonleitern und die einzelnen Töne verstimmen kannst, was jetzt bei so einer Musik nicht so spannend ist, aber wenn du Filmmusik machst... Ah, wir hören das nicht, weil der Nexus nicht drauf reagiert. Ja, okay. Aber das, würden wir jetzt einen Synthesizer von Bitwig verwenden, würde es funktionieren. Mit jedem Plugin geht es leider dann nicht, wenn du diese Halbton-Micro-Pitch-Geschichte machst. Aber es ist sensationell, was der alles kann. Und auf jedem Effekt, egal ob Audio oder MIDI, kannst du diese Modulatoren einsetzen, die jeden Parameter rhythmisch oder unrhythmisch automatisieren. Und wenn man das mal anfängt zu nutzen und in seine tägliche Arbeit reinbringt, ist es schon unglaublich, was da alles möglich ist und was, wie das die Arbeit erleichtert. So, genug der Werbung, für die ich nichts bezahlt bekomme. Leider. Irgendwann brauchen wir noch am Schluss dann, damit ihr mir nicht denkt, ich habe einen Vogel, einen Filter. Aber das machen wir, wenn wir ein bisschen mehr Spuren haben. Im Moment ist mir das noch zu dünn. Und dann machen wir es mit dem Gesamtplayback oder so. Ich würde jetzt nur noch ein bisschen einen Hall drauf geben, der es nochmal groß macht. So, und dann würden wir direkt übergehen hier in dieses Thema. Aber vielleicht noch ohne Gesang. Was brauchen wir denn hier noch, damit es soundlich fett kommt? Wie wäre es mit einer E-Gitarre? Ja, Woldemar, nimm schnell was auf. Sofort. Ich hätte da vielleicht noch eine Idee. Ja? Wie wäre es, wenn du jetzt probierst, den Nexus Sound, also den hellblauen, ja, bei dem zweiten Part einen stehenden Ton tief, also sprich im Bassbereich, mitlaufen zu lassen mit LFO-Tool und zwar gefiltert. Und wenn es zum dritten Part geht, dann wird der Filter etwas aufgemacht. Ob ich jetzt verstanden habe. Verstehst du, was ich meine? Ich fürchte nein. Also der Sound von dem Nexus, den orangenen jetzt, ja? Der ist nicht mehr hellblau. Der ist orange. Warum ist der orange? Der war doch vorhin hellblau. Damit ich dich ein bisschen verwirre. Okay. Wenn du da jetzt die Grundtöne spielen würdest, und zwar stehenden Ton, also ganz einfach stehen lassen. Bo, bo, bo. So, da LFO-Tool drauflegst und das Ganze aber mit Cut-Off runterfiltern. Also sprich, dass es nur quasi in diesem Bassbereich kommt. In dem zweiten Part. Das da, wo nur der Bass kommt. Also dam, 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 dam. Da, in dem hinteren Part. Da. Oder vorne in diesem Part. Nein, nicht
nicht in diesem Part. In diesem Part. Genau. So, und da willst du jetzt so einen Nexus-Sound, einen ähnlichen haben, auf den wir die Grundtöne spielen. Sekunde. Ganz habe ich es noch nicht verstanden, aber ich versuche das jetzt einfach mal umzusetzen und irgendwann kommen wir schon dahin. So, machen wir die Grundtöne mal. So, und dann würden wir hier wahrscheinlich noch einen Filter, wolltest du jetzt haben? Genau. Der macht gau, oder? Nee, einfach unten lassen, also wirklich. Ja, genau. Du wolltest dein Elf... Bisschen mehr zudrehen, ja. Zudrehen, also weniger, tiefer? Weniger. So, und da noch Elefanten drauf, genau. Und schön punkten lassen. Okay, jetzt habe ich langsam, was du meinst. Weiß nicht, ob man den noch Oktave tiefer abspielen sollte vielleicht. Ich würde den Nexus noch einmal weghauen und durch einen Polymer ersetzen. Das machen wir nochmal so und gehen auf einen schönen Sägezahn. Machen den ein bisschen Stereo. Jetzt wollten wir das Ganze, jetzt habe ich den falschen Regler erwischt, filtern. Ja. Genau. Ja, schön. Etwas dezenter von der Lautstärke her. Ja, ja. An der Stelle mal einen schönen guten Abend für die, die neu dazugekommen sind. Marvin, sind, wie viele Leute sind wir denn? An die 100 hier geht wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Wir arbeiten an einem Song von Daft Punk. Nämlich den Opening-Song von dem Album Random Access Memories. Und den Originaltrack hat Neil Rogers und Paul Jackson, haben sich Daft Punk geholt, damit die hier noch ein bisschen ihren Input holen. Ich dachte, das kann ich heute steigern und habe mir Michael Scheuch und Woldemar Shemitov, richtig? Sage ich das richtig? Richtig. Geiler Name, geiler. So richtiger Künstlername. Ja, erinnere mich an Miroslav Vitus gab's da. Sagt ihr das noch was? Das war einer der ersten Streicher-Libraries. Fand ich auch einen tollen Namen, an den erinnert es mich ein bisschen. War so ein ganz toller Künstler, der diese erste, noch weit bevor es Vienna Symphonic Library und Spitfire Audio und so weiter gab, hat der einer der ersten Streicher-Libraries gemacht. War aber super, war das. Ja, und wir machen uns heute an einen Remix oder ein Remake viel eher von diesem Titel. Und schreibt doch mal im Chat, was eure Meinung ist zu dem, was wir jetzt haben. Ich spiele hier kurz nochmal den Hauptpart, wo der Gesang dabei ist. Okay.
Okay, ja, dann schauen wir mal, was ihr da schreibt. Cool, das gefällt mir. Ich staune, was mit den Effekten so alles möglich ist. Sehr cool. Das soundet schon wieder richtig cool. Vocoder zu laut. Okay. Bisher sehr gut, geiler Bass. Mach doch mal das Girl von Ipanema beim nächsten Mal. Vielleicht in Jazzhaus. Das kann nur von DJ Mamba kommen. Mit sehr jazzigen Akkorden. Schöner Vorschlag. Das hier, kennt ihr das? Das ist so der Standard Fahrstuhlmusik, oder? Wenn sie in einem Spielfilm irgendwo im Fahrstuhl stehen und sich langweilen, dann macht's In der nächsten Folge werden wir das Arrangement etwas voller gestalten und uns natürlich um weitere Parts Gedanken machen. Wenn auch ihr mal live dabei sein wollt, wie wir auf Twitch Musik produzieren, dann kommt doch einfach mal an einem Dienstag um 19.30 Uhr auf meinen Twitch-Channel Thomas Foster Music. Die finale Version dieses Songs haben wir vor wenigen Tagen released. Die findet ihr auf Spotify, Apple Music etc. unter Virtual Me Give Life Back to Music. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung dieses Videos. Danke fürs Dabeisein. Nicht vergessen, jeden Dienstag sind wir fleißig live auf Twitch um 19.30 Uhr. Bis dahin immer kreativ bleiben. Cheers!